Jod, das Gift, lügerische Lösung, schlimmer als gedacht. Wie viele wissen, ist Jod absolut essentiell für unsere Schilddrüse. Denn tatsächlich elementares Jod wird benötigt, um Schilddrüsenhormone zu bauen. In dem Fall T3 oder auch T4, ja? Je nachdem, Triiodthyronin oder Thyroxin. Je nach der Anzahl der Jodatome an der Aminosäure, Tyrosin. Dafür brauchen wir quasi vor allem Eisen, Selen, zusätzlich auch dementsprechend genügend Glutathion, ja. Doch immer mehr Menschen klagen von starken Schäden der Schilddrüse oder entwickeln Hashimoto nach der Einnahme von zu viel bzw. lügerischer Lösung. Da gibt es so viele Erfahrungsberichte schon, es ist katastrophal, ja. In diesem Video erkläre ich dir, wieso es einem Gift quasi gleichkommt, ja, diese Mengen an Jod ohne Kofaktoren zu sich zu führen. Die DGE empfiehlt ca. 200 Mikrogramm Jod pro Tag zu sich zu nehmen. Sicherlich sind diese Empfehlungen immer sehr konservativ, sind wir uns einig, ja? Habt ihr eine Ahnung, wie viel Jod in nur einem Tropfen lügerische Lösung ist? 50.000 Mikrogramm. Das heißt ca. das Hundertfache von der Höchstgrenze der DGE. Und einige nehmen teilweise jeden Tag einen Tropfen oder auch mehrere Tropfen. Der Körper hat selbst ca. 20 Milligramm in sich, ja, gespeichert. Wohingegen 80% in der Schilddrüse steckt. Zum Beispiel der Rest an Schleimhäuten und so weiter, zur Erregerabwehr, kennen wir auch viele, Jod wird auch eingesetzt zu antiseptischen Zwecken und so weiter. Für die orale Anwendung ist sie zudem vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, heißt es ja, gar nicht zugelassen. Ja? Als erstes muss man wissen, woraus die lügerische Lösung überhaupt besteht. Zu einem Teil elementares Jod und zum zweiten Teil reduziertes Jod, das heißt Iodid genannt. Besonders wichtig scheint es den Menschen in den Gruppen und so weiter, ich habe da mal reingeguckt, ja, zu sein, dass es elementares Jod ist, was man aufnimmt. Erkläre ich jetzt mal ganz kurz, warum das ein Trugschluss ist. Denn elementares Jod kommt in der Natur gar nicht vor und kann nur in einer Lösung existieren, die aus dem Gleichen besteht. Wie der lügerischen Lösung, ja. Nämlich mehr Jod halt, ja, was in der Lösung noch drin ist. Jod ist nämlich sehr reaktiv und genau genommen im elementaren Zustand, ja. So wie es Wasserstoff ist, ja. Dieses kommt in der Natur auch äußerst selten elementar vor, ja. Oder viele weitere Metalle, wie zum Beispiel Selen und so weiter, ja. Diese kommen immer ionisiert vor. Ja? Ein einfaches Beispiel dafür ist, dass Jod ein starkes Antiseptikum ist und zur Desinfektion führt, ja, und dafür auch benutzt worden ist, ja, oder auch immer noch benutzt wird, ja. Oder auch teilweise heute noch, ja. Das können nur Stoffe, wie zum Beispiel Wasserstoffperoxid, ja, auch, welche stark reagieren und schnell dementsprechend Stoffe oxidieren oder reduzieren. Das heißt, Elektronenspender oder Akzeptoren sind dementsprechend. Da ist es höchst unwahrscheinlich, dass elementares Jod bis zur Schilddrüse gelangt, wo es circa auf dem Weg auf 1 Million andere Moleküle trifft, die es oxidieren oder reduzieren könnte. Es ist schlichtweg unseriös, so etwas zu behaupten. Diese falsche Annahme kommt daher, da man denkt, dass die Schilddrüse ja elementares Jod benutzt, um Schilddrüsenhormone zu bilden. Das stimmt auch. Aber das stellt die Schilddrüse quasi in situ her. Ja? Das heißt, unabhängig davon gilt es zu beachten, ja, dass nur das negativ geladene Iodid aktiv in die Schilddrüse aufgenommen wird. Das erste Gesundheitsrisiko besteht darin, wenn das elementare Jod in den Körper gelangt und dann zu Jodat weiter reagiert, das heißt positiv geladenes Jod. Hingegen ist es sehr potentes Oxidationsmittel, welches alle möglichen Fette und Proteine und so weiter, Kohlenhydrate dementsprechend auch binden kann an diese, ja. Diese iodierte organische Verbindungen können allergische Reaktionen auslösen, die dann fälschlicherweise als Jodallergie bezeichnet werden können. Je nach Prävalenz, ja, kann eine Über- oder Unterfunktion daraus auch entstehen. Ja. Die Schilddrüse besitzt einen Schutzmechanismus, den Wolff-Kalkofe-Effekt, der bei hohem Jodspiegel im Blut die Aufnahme des Jods in die Schilddrüse sowie die Produktion weiterer Schilddrüsenhormone bremst. Während gesunde Schilddrüsenzellen es schaffen, diesen Mechanismus nach einigen Tagen dementsprechend zu überwinden, verbleiben bei manchen Patienten, ja, die Schilddrüsenzellen zu lange in diesem gebremsten Zustand. Und es entwickelt sich eine Schilddrüsenunterfunktion. Das heißt, zu viel Jod legt die Schilddrüsenzelle schlafen. Und einige können nie wieder aufwachen von dieser enormen Menge. Schilddrüsenunterfunktion ist geboren. Eine Schilddrüsenüberfunktion geht manchmal der Schilddrüsenunterfunktion zuvor. Denn bei der Überfunktion verbraucht die Schilddrüse sich selbst.
da sie sich überarbeitet. Die Schilddrüse muss das Iodid, was jetzt flutweise in die Schilddrüse strömt, in elementares Jod in der Schilddrüse, ja, selbst umwandeln. Denn nur das elementare Jod, ja, kann an das Tyrosin geheftet werden und zu Schilddrüsenhormon werden. Damit dies passiert, muss ein Enzym, ja, aber auch das Iodid oxidiert werden. Und das ist, genau genommen, was macht das? Das Wasserstoffperoxid macht das. Mit Hilfe der Peroxidase. Es wird aber nicht perfekt stöchiometrisch, ja, angepasst an, wie viel Wasserstoffperoxid, ein Molekül, ja, dementsprechend auch Umwandlungsrate, ja, gebildet wird. Zu Iodid, das heißt, übriges Wasserstoffperoxid muss entgiftet werden. Denn es ist sehr reaktiv und gewebsschädigend und daher karzinogen. Dafür braucht der Körper Selen und Glutathion, welches aber nicht in der logischen Lösung enthalten ist, geschweige denn so schnell vom Körper in der übertriebenen Menge rekrutiert werden könnte. Die Folgen: Gewebsschädigungen, ja, werden passieren, die zu Knoten führen oder zum Verlust Funktion, ja, oder auch zu Unterfunktion kann es auch münden, ja, dementsprechend. Glutathion wird mit Hilfe der Glutathionperoxidase auf Wasserstoffperoxid übertragen und neutralisiert ist, die aber selenabhängig ist. Der letzte Punkt ist die Manifestation einer Autoimmunerkrankung, Hashimoto. Das ist eine Reaktion des Körpers, wo er seine eigenen Zellen angreift, hier sehr populär das Auto-TPO, das heißt die Thyroperoxidase, ja, welche eisenabhängig ist. Dieser veranlasst quasi die Reaktion, dass das Iodid zu elementarem Jod wird, ja, da Wasserstoffperoxid gebildet wird. Ja. Wenn dein Körper keinen Ausweg mehr findet aufgrund der hohen und konstanten Exposition der Riesenmengen von Jod, logische Lösung, ja, werden deine eigenen Zellen anfangen, die Enzyme zu zerstören, die weiter Wasserstoffperoxid entstehen lassen, um sich selbst zu schützen. Ja. Die Autoimmunerkrankung ist dadurch quasi geboren, ja. Daher kann ich euch auch sehr empfehlen, ja, zum Beispiel das von Puracell, ja, auch ein Produkt haben wir zum Beispiel entwickelt, ja, wo alle Kofaktoren mit drin sind, ja, in humanen Mengen Jod, Selen, Eisen, Kupfer, wichtige sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamin A für die dementsprechend spätere Genkopplung am Retinoid-X-Rezeptor und so weiter, ja. Das ist sicherlich das Einzige, was Sinn macht, ja, wo die Schilddrüse nicht überfordert wird und ihrer normalen Funktion durch das Produkt nachgehen kann. Verlinke ich euch sehr gerne mal unten, ja. Danke für die Aufmerksamkeit. Bekommt ihr alles auf puracell.de. Verlinke ich euch, wie gesagt. Bis zum nächsten Video und vor allen Dingen überdenkt euren Konsum, falls ihr das konsumiert. Ja? Wir sehen uns gleich auf puracell.de und vor allen Dingen beim nächsten Video, wenn ihr abonniert, die Glocke aktiviert. Liken nicht vergessen, freue ich mich sehr. Ich lese jeden Kommentar. Bis zum nächsten Video. Ich sage ciao.